Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy Crisis Core. Im letzten Part haben wir, ja, Hollanda verfolgt und wurden dann letzten Endes von Angeal gestoppt, welcher uns einen Freiflug verschafft hat, und Cloud ist anscheinend nicht der Erste, der eine Bruchlandung dieser Kirche gemacht hat. Und ja, wir haben Aerith kennengelernt, wer sich hier um die Blumen kümmert. Ist das ein Ausgang? Der ist dort drüben. Willst du schon los? Ich bleibe noch etwas. Ist gut, du kannst dir die Blumen anschauen, solange du Lust hast. Okay, kann ich da mit dir reden, ja? Ja, ich muss langsam aufbrechen. Vielen Dank nochmal, Aerith. Kein Problem. Okay, dann beginnt dieselbe Szene wie eben. Wenn man einfach nur rausgeht. Sag mal, wohnst du hier? Ja. Sie hatte doch gesagt, dass sie auch Blumen vor ihrem Haus gepflanzt hat. Wo wirst du hingehen? Weiß nicht so genau. Ich bring dich hin, okay? Ich weiß noch nicht, wo ich hingehe. Wohin? Weiß auch nicht so genau. Du kannst dich wohl nicht von mir trennen, was? Ja. Wie? Was? Jetzt echt? Hat er nicht erwartet. Wir sind hier unter der Platte, oder? Sektor 5, die Slums. Ja. Ein Stück den Weg runter liegt das Zentrum des Slums. Da treiben sich immer eine Menge Leute rum und außerdem kommt man von dort auf, rauf zur Platte. Ich werde dich bis dorthin begleiten. Von der Stadt aus komme ich bestimmt irgendwie wieder zurück. Gut, dann zeig mir den Weg. Okay, ich bringe dich zum Slum-Zentrum. Ja, Escort-Mission. So halb. Hier würde ich auch gerne Blumen pflanzen. Man kann hier so ein bisschen rumrennen und kriegt immer mal wieder ein paar Mails und ich glaube, Monster können auch auftauchen. Das Soldatenmitglied Zack Fair bekleidet ab den heutigen Tag mit sofortiger Wirkung den ersten Rang. In der Mitteilung. Das kommt ja früh. Die meisten Leute in den Slums sind nicht besonders gut auf Shinra zu sprechen. Und wen wundert's? Schließlich scheren die sich da oben einen Dreck um das, was unter der Platte geschieht. Ah, wohl wahr. Hey, bleib mal hier. Hier fällt viel von dem runter, was ihr Schnösel da oben auf der Platte wegwerft. Vielleicht mag das ja einfach nur Müll sein, aber wir können das oft noch gut gebrauchen. Ah! Monster! Wurde auch langsam langweilig. Wir müssen fliehen, Zack. Keine Sorgen, Baby. Um wie kümmere ich mich? Bist du dir sicher? Bleib schön zurück, damit du nichts abbekommst. Oh yeah. So. Die Gegner kennen wir ja. Gab's damals auch in Final Fantasy 7. Au. Okay, magische Resistenz ist drin, sehr schön. Und kritisch, ja, oh ja, das macht das alles gleich mal ein bisschen angenehmer hier. Und da will uns Aerith auch gleich mal helfen. Jawohl, ja. Und sogar ein Level Up. Na, das hat sich doch gelohnt. So. Heilwellen Stufe 4. Good luck. Thanks. Wie auch in Final Fantasy 7 ist sie halt eher aufs Heilen spezialisiert. Und man sieht, wir sind unverwundbar, denn das ist sozusagen der Nebeneffekt von ihren Heilwellen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ab welcher Stufe die Unverwundbarkeit kommt, aber auf Stufe 1 zum Beispiel kommt sie, glaube ich, nicht. An deiner Seite braucht man keine Angst zu haben, was? Meinst du? Ja, die Monster waren ein Klacks für dich. Du bist wirklich stark. Stark, meinst du? Ist was?
Nein. Gar nichts. Wie auch immer. Diesen Igelviechern stutze ich jederzeit die Stacheln. Ziemlich cool, oder? Weiß nicht. F, in solchen Momenten darfst du ruhig ein bisschen mehr aus dir. Du Zack, lass uns weiter, ja? hallo? Was ich aber auch mal anmerken möchte, man sieht, man hat im Final Fantasy VII die Slums nie bei Tag gesehen. Also hier unten ist es schon hell, aber man sieht halt trotzdem den Himmel nicht gescheit. Nur so ein bisschen an den Ecken. Aber okay. So, du da. Die Wunder der Slums fallen in zwei Lager. Die einen hassen Shinra, die anderen vergöttern es. Ich gehöre dem zweiten Lager an. Eines Tages werde ich einen Shinra-Magnate angeln und ein gutes Leben führen. Ja, wenn du meinst. Warte auf mich! Hier liegt also das Stadtzentrum? Ja. Hm. Was hast du? Die Slums sehen fast so aus wie eine ganz normale Stadt. Klar, was dachtest du denn? Viele Leute leben hier schon jahrelang. Hinter dem Tor da liegt ein Markt. Zu dem gehe ich immer gerne, weil es so viele Stände gibt. Außerdem kommt man von da aus auch hoch zur Platte. Okay. Quatschen wir aber erstmal mit den Leuten hier noch ein bisschen. Was gibt denn hier? Entschiede Fanclub Rundschreiben. Die Waldläufer werden sich folglich auflösen, okay? Shinra scheint sich in letzter Zeit ja mit ziemlich viel rumschlagen zu müssen. Zum Beispiel mit zwei Ersten, die während Einsätzen draufgegangen sind. Naja, nicht, dass das viel für uns verändern würde. Zeig, der Markt liegt hinter diesem Tor. Ist ja gut. Ich will da aber noch nicht hin. Aha, noch mehr Mails. Hollanders T-Shirt. Kann ich sagen, dass das Lieblingsshirt von diesem Hollanders Logo der berühmten Banora-Apfel-Kompottdosen ziert. Okay. Der Genesis Fanclub macht weiterhin irgendwelche Sonderaktionen. Ist jetzt schon einige Zeit her, dass ich vom Land in die Stadt gekommen bin. Aber noch immer habe ich mich nicht hier eingelebt. Zu Hause war die Luft viel sauberer. Hier unter der Platte droht man manchmal regelrecht zu ersticken. Hm. Ah, hier sieht es nicht allzu sauber aus, so muss man zugeben. Wo bleibt bloß der Onkel so lange? Hast du etwa jemanden verloren? Nein, ich warte hier auf den Onkel. Midgar soll es in letzter Zeit nur so von Monstern wimmeln. Deswegen sind der Onkel und die anderen ausgezogen, um die Monster zu bekämpfen. Und jetzt kommt er nicht zurück, wie? Er kommt ganz sicher zurück. Wenn ich hier auf ihn warte, dann muss er einfach zurückkommen. Weißt du, der Onkel ist ganz nett. Als ich ihm sagte, ich würde ihn gerne heiraten, hat er gelächelt und ja gesagt. Mach dir keine Sorgen, der kommt schon wieder. Du darfst die Hoffnung nicht verlieren, hörst du? Ja. Weißt du, der Onkel ist ganz nett. Okay, mehr wird da nicht gesagt. Und wir dürfen auch hier lang. Ah ja, und hier sind wir an dem Spielplatz. Den kennen wir ja auch noch. Es ist so gemein. Der Dauer darf immer Sephiroth spielen. Und ich immer nur das Monster. Voll fies. Hm. Wir spielen Soldat. Ich bin Sephiroth. Der ist nämlich Rang 1. Die Monster müssen sich warm anziehen, wenn ich komme. Wenn du das meinst. Ist noch irgendwer hier? Nee. Okay. Elf, hast du hier was zu sagen? Ich mag diesen Park wirklich sehr. Er ist mein zweitliebster Ort nach der Kirche. Zwar gibt es hier keine Blumen, aber dafür viele Kinder. Außerdem ist es hier ein wenig heller, findest du nicht? Hm. Kann ich jetzt so nicht wirklich sagen. Jetzt, wo ich das hier sehe, ja, ist schon irgendwie so ein bisschen. Ja, definitiv. Okay. Schauen wir jetzt aber erstmal auf den Markt, denn da wollten wir hin.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mir hier die Decke auf den Kopf fällt. Echt? Ist aber immer so wie immer eigentlich. Jetzt weiß ich warum. Man kann den Himmel nicht sehen. Das kann auch so bleiben, finde ich. Jetzt wirklich? Normalerweise müsstest du dich doch nach einem blauen Himmel sehen, wenn du das ganze Jahr hier unten lebst. Tja, ich fürchte, ich bin auch nicht normal. Und wieso nicht? Der Himmel macht mir Angst. Er wirkt so bedrohlich. So als könnte er mich jeden Moment verschlucken. Verrückt, was? Ach Quatsch. Normal ist eh langweilig. Meinst du wirklich? Ich habe eine Idee. Irgendwann einmal werde ich dir einen schönen Himmel zeigen. Einen, der dir keine Angst macht. Es gibt überhaupt keinen Grund, sich davor zu fürchten. Du wirst ihn bestimmt mögen. Na, immerhin. Dann betreten wir den Markt. Aerith hat Angst vor dem Himmel. Ich weiß gar nicht, ob das in Final Fantasy 7 mal erwähnt wurde. Ich glaube aber fast ja. Hey! Das sieht ja gar nicht so uninteressant aus. Ja, sollen wir uns etwas umsehen? Hey, du stehst im Weg rum. Hm? Oh, Entschuldigung. Pass gefälligst auf. Du Zack, du fühlst dich nicht zufällig erleichtert? Um etwas aus deinem Besitz, meine ich. Ich soll was fehlen? Ich glaube nicht. Was? Ah, mein Geld. Es ist weg. Das war bestimmt dieser Junge. Ich den erwische, der kann was. Warte, Zack. Ich kenne diesen Jungen. Du kennst ihn? Es muss einen Grund dafür geben, sonst hätte er es nicht getan. Was auch immer. Stehen gehört sich nicht. Den werde ich mir schnappen und dann... Lass ihn uns nach seinen Gründen fragen. Ich hole ihn her. Hey, Aerith. Ah, weg ist sie. Hm. Ich sollte wohl auch besser nach ihm suchen. Vielleicht hat irgendwer... Oh Gott, was war denn jetzt los? Vielleicht hat irgendwer von den Leuten hier was gesehen. Und ich sollte mich durchfragen. Ja, jetzt kommt so eine schöne Suchquest. Ah, vorher erweitert sich unser Missionskatalog. Schauen wir mal kurz rein. Da haben wir noch alles schwer. Monster Midgar ist auch nur ein schweres Ding. Schwer. 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 Wer? Da haben wir eine, die normal ist. Das stimmt, das wollte ich sogar noch machen. Habe ich aber vergessen. Okay. Eine normale Quest und eine schwere. Aber wir haben bei Monster Midgar wieder was Neues. Da müssen wir mal schauen. Da fehlt nämlich noch was dazwischen. Hallo, was wäre die Welt ohne Utensilien? Und ich habe sie alle. Okay, du hast nichts weiter zu sagen. Du hier? Ich meine, alles okay, Sir. Ich bin nur ein Shinra-Infanterist auf Patrouille. Okay. Wie? Ein Kind? Durch dieses Tor? In den letzten Minuten ist ja keine Menschenseele durch. Okay. Du da. Ich stecke noch mitten in der Vorbereitung für das Rat-die-Zahl-Spiel. Darf ich um etwas Geduld bitten? Hm. Wenn es um Materie geht, bist du an der richtigen Adresse. Ich führe alles von High-End-Produkten bis zum billigen Plunder. Ich bin der Handwerker, der die ganze Welt bereist. Und dieses Holz gehört mir. Lass bloß deine Finger davon. Okay. Kinder des Slums. Und Arbeitskreis. Na gut. Hi, du da. Kannst du uns helfen? Ich führe alles von Geschenken für die Liebste bis zu Dingen des, für den alltäglichen Gebrauch. Ich bin die Anlaufstelle für Accessoires. Okay. Suchst du etwa jemanden? Durch diesen Ausgang gelangt man zur Straße, die hoch zur Platte führt. Vielleicht wirst du dort ja fündig. Ja, dann mal schauen. Ob er vielleicht hierdurch abgehauen ist? Hey, du da! Ist dir vielleicht ein kleiner Junge entgegengelaufen? Ein Junge? Nicht, dass ich wüsste. Dieser Weg führt hoch zur Platte. Kinder führen sich da eigentlich nicht hin. Mist. Suchst du jemanden? Allerdings.
Und du hast ihn verloren. Allerdings. Lass mich raten. Du wurdest um deine Gille erleichtert, ne? Was? Wie bist du darauf gekommen? Wenn du dein Geld wiedersehen willst, dann brauchst du Hilfe. Hilfe? Hier alleine jemanden zu finden, ist so gut wie unmöglich. Du solltest die Händler und Passanten um Hilfe bitten. Die Händler und Passanten? Einmal so eine schlechte Idee. Ich sollte mich umhören, vielleicht hat ja jemand die Göre gesehen. Okay, das mussten wir erst triggern. Ich habe einen Jungen in der Nähe des Accessoire-Standes herumflitzen sehen. Du bist nicht aus den Slums, richtig? Ich hoffe, die Menschen hier helfen dir trotzdem. Wie sieht es mit dir aus? Hast du mal eine Minute Zeit für mich? Ich bin auf der Suche nach jemandem. Und zwar einem Jungen mit aschenden Haaren, grauem Polunder und bla bla bla. Ja, den kenne ich. Du siehst ziemlich verzweifelt aus. Ich werde ihn für dich suchen. Jetzt echt? Ja, warte einfach hier. Alles klar, besten Dank. Wir können jetzt hier ihr noch etwas Zeit geben. Ich glaube aber nach einer Weile hat er dann keinen Bock mehr, noch länger zu warten. Mal schauen, wie lange wir das rauszögern können. Ja. Wenn es noch länger dauert, wachse ich hier fest. Such die Kleine den ganzen Kontinent ab. Hey, das ist der Junge, der mein Geld. Menno, sowas Blödes. Konntest du nicht einfach still sein? Ich hatte ihn fast überredet, mitzukommen. Ach Quatsch, du hast ihn doch gewarnt. Du bist gemein. Willst du damit etwas sagen, ich sei unehrlich? Schon gut, ich versuche woanders mein Glück. Zack! Oh, Aerith. Hast du den Jungen gefunden? Nein, noch nicht, aber sicherlich bald, versprochen. Warum hältst du dich nicht einfach an Aerith, Zack? Komm, vielleicht hilft er uns. Ne, er sagt immer noch dasselbe. Wie sieht's denn bei dir aus? Hi, hätte mal eine kleine Bitte. Ich suche einen Jungen, der mir Geld gestohlen hat. Hast du hier vielleicht einen rumschleichen sehen? Ein kleiner Rotzlöffel mit aschenden Haaren, grauen Polunder und bla 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 und der ist gerade vorbeigerannt. Nein, habe ich nicht. Obwohl, warte. Ja? Er ist da lang gerannt. In die Richtung, meinst du? Ja, genau, nach ganz da hinten. Super, vielen Dank. Moment mal. Er ist hier drüben. Er war hier drüben. Was soll denn das denn jetzt bitte? Tut mir wirklich leid, ich wollte dich echt nicht reinlegen oder so. Haben heute meine Kontaktlinsen nicht drin. Schon gut, ich versuche woanders mein Glück. Gibt's denn hier niemanden, dem ich vertrauen kann? Wer hilft den Jungen wohl noch sucht? Allein ist das bestimmt ziemlich schwierig. Ja, Zack wird die ganze Zeit hier verarscht. Schauen wir bei ihm hier. Hm? Hey du! Bist du etwa der Junge, der mir gerade mein Geld gestohlen hat? Das meinst du doch nicht wohl, nicht ernst, oder? Ich stehe schließlich schon die ganze Zeit hier. Entschuldige, war nur so ein Versuch. Ihr seht aber auch alle so gleich aus. Na egal, vielleicht kannst du mir helfen. Klar, mache ich gerne. Du willst also den Jungen fangen, der dein Geld gestohlen hat. Dann rück mal deine Potion raus. Wenn du das machst, verrate ich dir, was ich weiß. Ein Handel. Na klar, wo kommst du denn her? Geld regiert die Welt. Willst du Infos, musst du zahlen. Nö, wir lassen uns nicht reinlegen. Mir soll es recht sein. Viel Glück. Man hätte ihm Potions geben können, er hat gesagt, er war gerade hinter dir, dann drehst du dich um. Ist nicht da. Und dann wieder, er war hinter dir und immer wieder eine Potion. Hast du mal kurz Zeit? Worum geht's denn? Ich suche einen Jungen, der mir mein Geld gestohlen hat. Kannst du mir helfen, ihn zu fangen? So ein kleiner Rotzlöffel mit aschenden Haaren, grauem Polunder und bla bla bla. Ein Kind? Kein Problem, kannst dich auf mich verlassen. Danke, das ist wirklich sehr nett von dir. Ich werde mich ein bisschen hier umsehen. Wenn du ihn siehst, weißt du ja, was zu tun ist. Steck die Kröte bloß. Da ist er! Hey du! Da ist der Junge, schnapp ihn dir! Verdammt, er ist entkommen. Ich habe ja versucht, ihn zu fangen. Der Bengel hat sich mir meine wertvollste Materie geschnappt.
Und mit der war er viel zu schnell für mich. Jetzt hör schon auf. Du hast doch nicht einmal versucht, ihn zu schnappen. Jetzt tust du mir aber Unrecht. Schon gut, ich versuche woanders mein Glück. Verstehe, vielleicht frage ich später mal wieder nach. Hm? Oh, Aerith. Zack, hast du den Jungen gefunden? Nein, ich konnte ihn leider noch nicht aufspüren. Aber ich werde es ganz bestimmt. Du musst mir vertrauen. Ja, Aerith glaube ich wenigstens noch irgendwie. So, und dich haben wir halt noch. Darf ich mal kurz stören? Ah, sicher, mein Junge, aber sicher. Hast du ein Geschenk für deine Freundin? Eigentlich bin ich nicht zum Einkaufen hier. Ach, wirklich nicht? Wie schade. Dabei habe ich heute knallhart reduziert. Ich suche einen Jungen, der mir Geld gestohlen hat. Kannst du mir vielleicht helfen, ihn zu fangen? Ein kleiner Rotzlöffel mit aschenden Haaren, grauen Polunder und... Klar, ich bin wachsam wie ein Luchs. Mir entgeht der Bengel bestimmt nicht. Besten Dank. Ich werde den Markt weiter durchforsten. Halt den Jungen auf, wenn er dir über den Weg läuft. Da ist der. Hey du! Da ist der Junge, schnapp ihn dir! Junge, Junge. Der ist aber ganz schön fix, was? Hey, bist du taub? Verdammt, der ist weg. Tut mir wirklich leid. Laufen war noch nie meine Stärke. Ja, tolle Hilfe warst du. Du hast ja nicht mal versucht, ihm nachzusetzen. Das ist jetzt aber ein harsches Urteil, also ich... Schon gut, ich versuche woanders mein Glück. Zack! Oh, Elf! Hast du den Jungen gefunden? Immer wenn ich ihn sehe, entwischt er mir. Alleine schaffe ich es vielleicht nicht. Tja. Wo hat sie sich denn jetzt hingestellt? Da ist sie. Okay. Wir können nämlich jetzt demnächst mit ihr dann die Mission durchsetzen. Und ich denke mal, das machen wir jetzt auch noch. Elf, hier steckst du also. Zack. Ja, wir wollen mit dir sprechen. So, als wärst du hier leer ausgegangen. Hey, kein Grund, Trübsal zu blasen. Ist auch nicht dein Geld. Und trotzdem tut es mir schrecklich leid. Ich bin mir auch sicher, dass er es nicht grundlos gestohlen hat. Hm, wenn er das Geld ausgeben will, dann ist er bestimmt noch in der Stadt, oder? Ja, das denke ich auch. Dann hilf mir, ihn zu finden, Aerith. Wir werden nie herausfinden, warum er es getan hat, wenn wir ihn nicht schnappen. In Ordnung. Aber wenn wir ihn erwischen, dann musst du dir seine Begründung anhören. Klar, abgemacht. Ich werde ihn fragen, warum er es getan hat. Gut, dann helfe ich dir. Okay, mal sehen. Er fasst hier auf und ich mache nochmal eine Runde. Hey, wenn das mal kein Plan ist. Mal hoffen. Und da ist er. Ha, hab dich! Elf rennt auf dich zu. Ups. Hey, du. Jetzt Schluss mit davonlaufen. Na, endlich. Du kleine Ausgeburt der Hölle. Stehlen ist... Zack. Etwas ganz, ganz Schlimmes. Also, warum hast du es getan? Es geht dich gar nichts an. Und ob, schließlich hast du mein Geld gestohlen. Du hast mir auch vor einiger Zeit versprochen, dass du es nie wieder tun würdest. Steckst du etwa in Schwierigkeiten? Wenn du Probleme hast, dann rück raus damit. Wenn du Probleme hast, dann rück raus damit. Elf macht sich sonst große Sorgen. Mein Sparschwein mit meinem ganzen Geld drin ist von einem Monster verputzt worden. Dabei muss ich ganz schnell Medizin kaufen und zurück nach Hause. Medizin? Ja, wir könnten jetzt entweder die Medizin bezahlen oder das Sparschwein zurückkämpfen. Und wir holen uns das Sparschwein. Wirklich? Das mache ich mit links. Aber was, wenn dir etwas passiert? Keine Sorge, die Monster hier verspeise ich zum Frühstück. Außerdem, wenn ich nichts unternehme, dann muss unser Freund sich hier wieder Geld besorgen, oder? Ich gehe mit dir. Kommt gar nicht in Frage, darum kümmere ich mich. Pass du lieber auf, dass der Kleine keinen weiteren Unfug anstellt. Das Monster treibt sich bestimmt noch irgendwo auf der Straße rum, die zum Park führt.
Hier hast du dein Geld zurück. Du solltest für alle Eventualitäten gerüstet sein. Ja, damit haben wir wenigstens unser Geld wieder. Und ich würde sagen, ich kümmere mich um die eine Mission und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir uns um das Monster kümmern. Also, bis dann!